Wir müssen zurück. Bist du verrückt? Ich stehe zwar total auf Amokläufe, aber wir sind da kaum lebend rausgekommen. Was ist mit Gamora? Sie hat sich entschieden. Du lässt sie im Stich? Und Nikki? Was, wenn es Groot wäre? Würdest du ihn auch zurücklassen? Ich bin Groot. Sag sowas nicht. Darum geht es auch gar nicht. Wirklich nicht? Wir wollen doch ein Team sein. Und Teams lassen niemanden zurück. Sag das der verdammten Armee von Robotern und hirntoten Gläubigen, der wir eben gerade noch entkommen sind. Nora! Ist das? Oh ja. Wie bist du entkommen? Spielt keine Rolle. Ich hab versagt, Riker lebt noch. Noch? Wir müssen zurückgehen. Wir können Nikki nicht dort lassen. Nicht auszudenken, was er aus ihr macht. Bla bla bla, Flak, schon klar, Vaterkomplex und eine schlimme Kindheit, buhu. Rocket! Was? Ist doch wahr. Weißt du was? Du bist hier nicht die Einzige, der es schlecht ging. Aber wir müssen nicht gleich Selbstmord begehen, nur weil sich ein Pseudopriester Knallkopf verlegt hat auf Überraschung, Knallkopfsachen. Wenn wir zurückgehen, sind wir tot. T-O-H-T. Tot. Ich bin Groot. Ich sterbe lieber mit Ehre als ohne. Wie sind die jetzt wieder drauf? Ich bin Groot. Also, hauen wir jetzt endlich von hier ab? Noch nicht. Wir sollten erst versuchen, Cosmo zu finden. Ich bin Groot. Toller Plan. Nur reagiert er nicht auf den Pass, oder? Aber was bleibt uns anderes übrig? Wir haben keinen Funk. Naja, also wir haben vielleicht, doch Funk. Er war nicht so verflagt, wie ich ursprünglich dachte. Echt jetzt? Groot sollte ihn erreichen können. Okay. Klingt, als ob Mordmama heute stichwütiger ist als sonst. Hey! Mach nichts kaputt da hinten im Frachtraum! Wir kriegen in nächster Zeit keinen Nachschub! Ich bin Groot! Streng? Entschuldigung? Ich bin nicht der Meinung, wir sollten uns den Flurkins zum Fraß vorwerfen. Stimmt's, Drax? Ja. Was ist bloß los mit ihr? Wir müssen zurück. Klar, wir sind Helden, aber das hat Grenzen. Okay, Drax, bist du jetzt wütend, weil Quill auf meiner Seite war? Das war er explizit nicht. Soweit ich weiß, wenden wir das Schiff nicht, um zur Matriarchin zurückzufliegen. Ich betrachte das als Sieg. Die Matriarchin? Ich weiß, sollte ein Witz sein, weil... Ich sehe, du hast mein... Ja, ich konnte mich einfach nicht beherrschen. Ich meine, es ist ein Strafregister. Für Kriminelle ist es wahrscheinlich beeindruckend. Ehemalige Kriminelle. Vergangenheit. Wir sind jetzt seriös, schon vergessen? Wir haben wohl unterschiedliche Definitionen von seriös. Okay, kann sein, vielleicht nicht, aber trotzdem. Der Typ, der Thanos tötet, landet im berüchtigsten Knast der Galaxie? Das ist doch eine Wahnsinn-Story! Welcher Teil davon interessiert dich, Peter Quill? Wie ich den Titan getötet haben soll? Oder vielleicht eher mein Aufenthalt im Kiln? Thanos! Offensichtlich. Ich meine, er ist der wahnsinnige Titan. Es heißt, er sei unantastbar und BÄM! Spieler 2 ist beigetreten! Aber wie hast du es gemacht? Wie hast du Thanos besiegt? Durch Hexenwerk. Ach komm, echt jetzt? Wirklich. Nach dem Mord meiner Familie durch Thanos erfüllte Zorn mein Herz. Auf meiner Suche nach Rache fand ich Mentor. Du meinst ein Mentor? Nein. Sein Name ist Mentor. Und sein Bruder Cronus. Zwei Zauberer. Sie gaben mir einen Schlaftrunk, der mir meinen größten Wunsch erfüllen sollte. Thanos zu finden und zu töten. Du veralberst mich doch.
Nein, nein. Als ich erwachte, war ich anders. Ich spürte die böse Lebenskraft des irren Titanen, fühlte, wie sie durch die ganze Galaxie pulsierte. Wow, das ist... Ich weiß, wie sich das anhört, Peter Quill. Und ich glaub dir auch, dass du das glaubst, aber es ist schon ziemlich abgefahren. Sogar für Weltraumzeug. Jedenfalls bin ich dem Puls in meinem Geist gefolgt bis zu einem Mond im schwarzen Quadranten. Und dort fand ich Thanos, versteckt wie ein Feigling. Unsere Schlacht wütete tagelang. Jeder teilte auf der kargen Mondoberfläche Schläge aus, gleich stark und gleich entschlossen, den anderen endgültig zu besiegen. Und dann hast du ihm schließlich den letzten versetzt. Ich weiß noch, wie ich zum letzten Schlag ausholte und dann erschöpft zusammenbrach. Ich erwachte in einem Lazarett auf Elanis. Viele Rotationen später und ich wurde wie ein Held gefeiert. Weil du Thanos getötet hast. Angeblich. Aber alle Fasern meines Seins sagen etwas anderes. Ich spüre ihn immer noch da draußen. Und im Herzen hege ich keine Zweifel, dass er, wie ich, überlebt hat. Und wie war das so, da im Kiln? Du hättest da keinen Zyklus überlebt. Warum? Vielleicht gibt's da jemanden, den ich kenne. Dann bete, dass er schnell starb. Mal ernsthaft. Ist das wirklich so schlimm da? Schlimmer. Allerdings, nach dem Chaos als Folge meiner fehlgeleiteten Rachsucht, war es eine wohlverdiente Strafe. Genau. Der Amoklauf. So könnte man es auch nennen. Nach meiner Schlacht gegen Thanos war ich ganz davon überzeugt, dass er noch atmete. Ich wollte Beweise und als ich keine erhielt, war ich sicher, dass seine Position geheim gehalten wurde. Ich sah seine Fratze in jedem Schatten und tötete jeden, den ich verdächtigte, ihn zu verstecken. Da waren doch sicher ein paar schlimme Finger dabei. Mag sein. Darüber kann ich nicht urteilen. Und wie haben die dich aufgehalten? Das Nova Corps, meine ich. Du bist Drax, der Zerstörer. Kein Kopfgeldjäger der Galaxie hätte dich zur Strecke bringen können. Ich stellte mich. Was? Wieso? Ich war dem Wahnsinn verfallen, war ein Opfer dessen geworden, was ich vernichten wollte. Als ich das erkannte, konnte ich nicht mit dem Monster leben, das ich geworden war. Gut, wichtig ist erstmal, dass du jetzt hier bist. Bei uns. Und so schnell gehen wir nicht ins Gefängnis zurück. Das bleibt abzuwarten. Ich hab gesehen, wie du die Steuerung der Notfalltüren angestarrt hast, dummes Lama-Ding. Du solltest nicht versuchen, sie zu fressen. Ich hoffe, das war Lama-Sprech für "Ich werde dein Schiff nicht kaputt kauen". Peter, wir müssen... Gamora. Hey. Ist das Corells Auszeichnung aus dem Galaktischen Krieg? Ja. Ich habe sie aus ihrem Büro gerettet. Ich wollte sie ihr zurückgeben, bis... Niemand konnte vorhersehen, dass Corell tot ist. Oder dass Nikki die Matriarchin ist. Oder dass sie vielleicht mein Kind ist. Das auch. Sie wird Fragen haben und ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Wie bist du mit Mom zusammengekommen? Warum warst du nicht da? Wolltest du mich überhaupt? Ach, ich bin schon wie mein Dad. Willst du mit mir üben, ihre Fragen zu beantworten? Corell hat mir nie von Nikki erzählt. Sie hätte es vor 3 Jahren tun können, hat sie aber nicht. Was ist passiert? Du musst versprechen, mich nicht zu sehr zu verurteilen. Das kann ich nicht versprechen. Ich verurteile gern andere. Na gut. Corell hat mich möglicherweise mit einem entführten 12-jährigen Mädchen erwischt. Okay, dann verstehe ich, warum Corell Nikki nicht erwähnt hat. So war es nicht. Ich habe das Kind nicht entführt. Es war Yondu. Ich habe gesagt, es sei falsch und er müsse sie zurückgeben, aber er sah es anders. Also stahl ich die Milano und wollte sie zurückbringen und dann fing Corell mich zufällig ab. Mhm. Nach dem Galaktischen Krieg gingen Corell und ich getrennte Wege. Ich kehrte zu den Ravagers zurück, sie trat dem Nova Corps bei.
Es gab für uns keine gemeinsame Zukunft. Als sie mich mit dem Kind erwischte, als ich die Enttäuschung in ihren Augen sah, da wusste ich, ich musste ein neues Leben beginnen. Auch wenn ich dafür Yondu ausliefern musste. Deinetwegen steckt Yondu im Kiln? Kein Wunder, dass auf deinen Erdnamen ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Er war bestimmt angefressen. Yep. Aber ich würde es wieder tun. Was mich trifft, ist, dass Corell viele Gelegenheiten hatte, mir von Nikki zu erzählen. Sie hat es nie getan. Wenn ich's gewusst hätte, vielleicht... Wichtig ist, dass du es jetzt weißt. Ja. Ich habe Nikki schon einen Teil der Geschichte erzählt. Aber nicht alles. Was hätte ich sagen sollen? Hey Kleine, ich war mit deiner Mom zusammen und bin vielleicht dein Dad? Das eher nicht. Ich meine, wir hatten Krieg. Ich habe mit den Ravagers Versorgungsketten der Chitauri angegriffen. Piraten, du weißt schon. Niemand von uns hatte außer Überleben langfristige Pläne. Vor allem keine Kinder. Ich habe Corell nur getroffen, weil die Chitauri zur Erde wollten. Merkur, ja, ich erinnere mich. Richard Ryder hatte einen Außenposten auf der Planetenoberfläche eingerichtet. Einen unterbesetzten, schlecht bewaffneten und hoffnungslos unterlegenen Außenposten, der gegen die Chitauri nicht die geringste Chance hatte. Es war klar, dass ich was unternehmen musste. Das würde Nikki verstehen, denke ich. Es war so knapp, Gamora. Als ich Yondu zur Hilfe überredet hatte, war der Außenposten schon gefallen. Wir dachten, wir kämen zu spät. Und als dann Corell und ihr Trupp aus diesen Höhlen kamen, sie war so unfassbar knallhart. Ihre Truppen waren völlig ausgelaugt, aber sie wollte den Merkur nicht kampflos aufgeben. Das klingt definitiv wie die Corell, die ich kenne. Ich wollte Yondu überreden zu bleiben und den Außenposten zurückzuerobern, aber er sah keinen Sinn darin zu sterben. Also blieb nur ich. Wir haben stundenlang Strategien entworfen, oft bis tief in die Nacht. Nach 3 Tagen stand der Plan für den Gegenangriff. Und er war immer noch riskant. Wir dachten, wir würden sterben. Seid ihr aber nicht. Nein, sind wir nicht. Und jetzt muss ich irgendwie meinem Kind, das mir fremd ist, beibringen, dass seine Mutter tot ist. Ach, wie auch immer. Bis wir Nikki zurück haben, warten größere Aufgaben auf uns. Das hier kann warten. Stimmt. Aber wenn du bereit bist, darüber zu reden, sei einfach ehrlich zu ihr. Der Rest ergibt sich dann von selbst. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Wir hatten eine echt gute Zeit, oder nicht? Hoffentlich trifft jemand die richtige Entscheidung und bringt uns aus der Schusslinie dieser Kirchenidioten. Ich bin Groot. Das ist keine Feigheit, sondern pure Vernunft. Moment, hältst du jetzt etwa zu Team Grün? Ich bin Groot. Mehr als ein bisschen würden wir auch nicht schaffen, bevor sie unser Hirn blank schrubben und unseren Glaubensreaktoren fest... Na, hoffentlich ist das keine... Im Ernst? Du glaubst doch alles, Quill. Das Ding geht nicht hoch. Ja gut, der Kern ist total instabil und könnte ein Loch in den Boden schmelzen, falls irgendein Idiot versucht, es zu zerlegen. Aber im Prinzip ist es harmlos. Braucht nur ein paar Repulsionsspulen, die den Fehler im Photonenphasenkondensator ausgleichen. Aber beschädigt es das Schiff? Wahrscheinlich nicht. Ach. Dieses Tech-Zeug macht dich total Banane, oder? Was zum Flak ist eine Banane? So eine gelbe Frucht von der Erde, die aussieht wie ein... Ach, vergiss es. Ich wollte sagen, du bist echt besessen von diesem Zeug. Hey, ich bin nicht besessen. Aber Tech funktioniert logisch, okay? Da herrscht Ordnung. Und das beruhigt mich. Und sie verarscht einen nicht so wie der biologische Dreck, den man so kennt. Und du willst kein Tech-Junkie sein? Sieh dich um, deine ganze Kabine ist... Wow, ich meine... Wow! Was ist mit meiner Kabine? Du hast nicht mal ein Bett! Doch, hab ich. Ja, begraben unter Müll. Bei mir heißt das weiche Ablage. Ich check nur nicht, wie dich irgendwas davon entspannt. Mich stresst schon der Anblick und das sag ausgerechnet ich. Würde Groot nicht die Wäsche machen, hätte ich nicht mal saubere Klamotten. Wie schon gesagt, Tech funktioniert logisch. Was kümmert's dich überhaupt? Keine Ahnung, weil du so ein Perfektionist bist. Ich bin kein Perfektionist. Der Forschungsleiter auf Halbwelt, Ragma, der... Oh, der war ein Perfektionist. Ein widerlicher, sacknassiger, schissiger Drecksflaksohn eines Chocks. Was hat er dir angetan?
Naja, was jeder gewissenlose Wissenschaftler tun würde. Ein Supersoldatenprogramm gestartet. Aber sie haben nicht an ihren eigenen kostbaren Blauhäuten rumexperimentiert, sondern mit uns. Antieren. Niederen Lebensformen. Aber es hat nicht gereicht, uns zu zerlegen und mit kybernetischen Implantaten vollzustopfen. Oh nein. Wir mussten Aufgaben ausführen. Wieder und wieder und wieder. Oh, wie Laborratten. Wenn wir es verflaggt haben, wenn es nicht absolut exakt war oder seine Fraglin-Standards nicht erfüllte, Stromstoß und Licht aus. Verfluchter Mistkerl. Rocket, ich... Es ist, wie es ist, Quill. Groot meint, Dinge zu reparieren, ist meine Art und Weise, die Erinnerung an all das zu verdrängen. Ein Gefühl von Kontrolle zu haben, wenn doch mal was hochkommt. Keine Ahnung. Vielleicht hat er recht. Du wurdest abgezockt? Lach du nur, du Star-Typ. Nein, 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 das ist schrecklich. Und von wem? Ne Braut. Wirklich? Ich wusste nicht mal, dass du auf Mädchen stehst. Nicht irgendein Mädchen, so ein süßes Küken. Von den Voldai, Vogelvolk. Mhm. Sie war wohl etwas ganz Besonderes. Ihr Name war Tella. Sie war was Besonderes. Ich fühlte mich groß bei ihr. Nicht wie ein Freakshow-Wissenschaftsexperiment. Sie hat mir Drinks spendiert und nicht mal gezuckt wegen meiner Implantate. Ich kam gerade von Halbwelt und es hat mich erwischt. So richtig. Das kennen wir alle, Kumpel. Die Hälfte meiner Dates wollte mich schon umbringen. Solltest mal die Narben sehen. Aber ich wusste es nicht besser. Ich dachte, sie wäre meine Freundin. Eines Tages hat sie mich überredet, für sie ein Schiff zu hacken. War ein Klacks für mich. Es gab gar nichts dafür. Ich wollte sie nur beeindrucken. Ja, das kenne ich. Ich hatte mal was mit so einer Renexianerin. Darf ich mal? Jedenfalls, ich habe das Schiff gehackt. Das volle Programm. Tja, und als nächstes umzingelt mich ein ganzer Haufen Bedun-Schläger. Denn denen gehörte das Schiff. Und während die mich aufmischen, haut sie mit dem Schiff ab, das ich für sie gehackt habe. Hat mich einfach stehen lassen. Wie ein Müllsack. Seitdem überlege ich es mir zweimal, bevor ich Biowesen vertraue. Nicht alle sind wie Groot. Groot war der Erste, der dich anständig behandelt hat, oder? Er ist meine Familie. Ihr habt Glück, dass ihr euch gefunden habt. Vor allem nach... Nach allem. Und noch mehr. Hoffentlich siehst du uns eines Tages auch als Familie. Ich müssen uns nicht versöhnen. Hiernach hat der Collector Groot vor 14 Jahren als gestohlen gemeldet. Aham. Können wir dir helfen? Hey, Groot, Rocket. Was geht? Wieso schnüffelst du in Groots Sachen rum, Quill? Ich bin Groot. Sollte dich vielleicht kümmern. Wow, Leute. Groot, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Wirklich nicht. Das würde ich nie tun. Ich war nur neugierig wegen des Berichts, den ich gefunden habe. Ja, der Bericht, der ganz zufällig bei Groot viele schmerzliche Erinnerungen weckt. Ganz toll, Quill. Ich bin Groot. Es ist nicht okay. Der Kollektor hat dich in einem Dreckskäfig gehalten wie irgendein Tier. Als wär's nicht genug, dass du deinen Planeten verloren hast. Ich bin Groot. Na schön. Groot sagt, er beantwortet deine blöden Fragen. Was ist mit deiner Heimatwelt passiert? Ich bin Groot. Davon hast du nie erzählt. Ich bin Groot. Was hat er gesagt? Er sagt, die Chitauri haben sie gesprengt mit einer experimentellen Weltuntergangsmaschine. Heiliger Mist. Das ist echt bitter. Ich bin... Es kommt noch schlimmer, Quill. Er sagt, nach der Zerstörung von Planet X machten die anderen Zweigwelten mobil.
Aber sie hatten keine Chance gegen die Chitauri und wurden alle zerstört. Ich bin Groot. Soweit er weiß, ist er der Letzte seiner Art. Oh Mann, Groot. Das tut mir leid. Wie es mir wohl ginge, wenn die Erde zerstört und ich der letzte Mensch wäre. Ich bin Groot. Er sagt, so schlimm ist es nicht. Er hat ja uns. Wie bist du damals überhaupt beim Collector gelandet? Was glaubst du denn? Er hat Groot gestohlen. Ich bin Groot. Gut, dann erzähl du, wie es war. Ich bin Groot. Der Collector hat ihn zu Beginn des Krieges in den Überresten seines Planeten gefunden. Grundgütiger. Aber nur einen Teil, einen Splitter. Der Rest wurde vernichtet wie alle anderen. Nur ein Splitter? Heißt das, du kannst nicht sterben? Ich bin Groot. Doch, kann er. Aber das wird er nicht, weil ich es nicht zulasse. Ich pflanze dich 1 Million Mal neu ein, wenn es sein muss. Und wie hat der Collector dich gefunden? Ich bin Groot. Eine Drohne hat ihn im Weltraum treibend gefunden. Der alte Tivan durchsucht wohl die Galaxie nach 9 Exemplaren. Ich bin Groot. Retten und versklaven ist nicht dasselbe. Ich bin Groot. Er besteht darauf, dass der Collector ihn gerettet hat. Er hat ihn eingepflanzt und in einem Dustkäfig gehalten, bis ich ihn geklaut habe. Daher der dämliche Flak-Bericht. Ist er noch aktiv, der Bericht? Kommt der Collector irgendwann zum Einsammeln? Hast du in letzter Zeit Goldhelme gesehen? Schon gut. Ich weiß, wir reden nicht viel miteinander, Groot. Ist ja auch nachvollziehbar. Dieses Team gibt es nicht ohne dich. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber an der Zukunft kann ich arbeiten. Ich bin Groot. Er sagt, das weiß er. Und er ist dankbar. Kann's kaum erwarten, hier rauszukommen. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Hat Groot das von Nowhere mitgenommen? Was meinst du, Kumpel? So ohne Contraxia. Was wird da wohl der nächste Enter... Hey Rocket, hast du 1 Minute? Okay, dann machen wir jetzt voll coole Sachen. Warum lockst du mich an die Werkbank, Quill? Alles in Ordnung mit dir, Drax? Ich denke über diese Frage nach. Und das ist auch total sinnvoll. Nach der Sache mit Nikki und diesem furchtbaren Versprechen, zusehen zu müssen, wie unsere Lieben noch einmal sterben. Meine Familie ist nicht einfach gestorben. Sie wurde ermordet. Von Thanos. Ich glaube, ich will nicht darüber sprechen. Ein ganzer Arm? Haben wir damit 10% von Raker erledigt? Und ich sage, wir lassen die anderen 90% in Ruhe. Ich bin zwar nicht unglücklich, dass ich dieses kleine Wunder zerlegen darf, aber näher will ich diesem verflagten Kult nie wiederkommen. Vorsicht, Pete. Hey! Gamora! Geh weg, Peter! Ach, komm schon. Ich wollte nur mal nach dir sehen. Du hast vorhin ein paar heftige Sachen gesagt. Willst du vielleicht darüber reden? Ich brauche keine Aufmunterung. Okay. Auch gut. Dann reden wir nicht. Singen wir eben. Was? Oh, oh, oh. Who's the hunter? Who's the game? You feel the beat. Call your name. Komm, du kennst das doch! I hold you close in victory. I don't wanna tame your animal style. You won't be caged in the call of the wild. Na los, sing mit! Shooting at the walls of... Shooting at the walls of heartache.
Bang, bang. I am the warrior. And heart to heart you'll win. Siehst du? Einfach singen. Okay, den Song mag ich. Damit kriegst du mich immer. Worüber wolltest du reden? Willst du über den jetzt armloseren Typen reden? Was gibt's da zu reden? Du hast seinen Arm abgehackt. Mehr aber auch nicht. Er ist immer noch da draußen mit Nikki und manipuliert sie mit seinen Lügen und verflagten Versprechen. Damit alle glauben, wir können sie nicht zurückbringen. Wen hast du gesehen? In deinem Versprechen. Ich habe das Gefühl, es war nicht Thanos. Niemanden. Nichts, es war nur eine Lüge. Und deshalb müssen wir es beenden. Okay. Ich arbeite dran. Aber lass bitte den Frachtraum in einem Stück. Könntest du bitte? Bestimmt hat Groot eine volle, samtige Stimme. Was für ein Wirbel. Ist das überhaupt eine Pflanze? Wo hat Groot die jetzt wieder her? Husch, husch, mach Platz! Was guckst denn du so? Oh nein, du kaust auf meinem Schiff nichts mehr kaputt! Meinem Schiff! Husch, flag dich! Wow, das Bedienfeld muss ja echt lecker ausgesehen haben. Wofür ist das überhaupt? Zur Notsteuerung der Türen sollte eigentlich jeder Schiffsbesitzer kennen. Hey, sehe ich aus wie ein Ingenieur? Nein. Ich bin Groot. Was ist mit dir, Kumpel? Geht's dir gut? Bist du sicher? Wir haben da drin ziemlich krasses Zeug gesehen. Ich bin Groot. Ja. Yeah. Vielleicht bin ich nicht der Richtige, um das mit dir zu besprechen. Aber du solltest definitiv mit Rocket drüber reden. Gut, dass ihr beide füreinander da seid. Pass auf dich auf. Ich bin Groot. Gibt's was Neues? Ich bin Groot. Wächter von Galaxy. Cosmo, Kumpel, wo warst du? Wir haben dich nicht erreicht. Sorry, Piotr Quill. Cosmos Pfoten gebunden. Universelles Kirche von Wahrheiten ist auf Nowhere. Was? Alles in Ordnung? Im Augenblick schon. Cosmo hatte rechtzeitig Warnung, aber Continuum-Cortex abgeschaltet. Zur Sicherheit. Gehen hoch her, da. Dein kleiner Detektiv-Trip hätte uns fast umgebracht. Mehr Infos, wenn wir da sind. Nicht. Dieses Problem ist größer als Cosmo. Wächter von Galaxien müssen nach Xandar und Worldmind um Hilfe bitten. Cosmo leider kommt nicht durch. Wächter von Galaxien müssen unbedingt. Cosmo, bist du da? Was ist los? Ich bin Groot. Werden wir angegriffen? Das sind also die Feiglinge, die Lady Hellbenders Ehre verletzt haben. Oh, schön. Und wer zum Flagg bist du? Eigentlich führe ich keine Gespräche mit irgendwelchen niederen Lebensformen. Aber mein Vertrag mit Lady Hellbender verlangt das leider von mir. Deshalb, Abscheulichkeit, darfst du mich mit meinem Titel ansprechen. Ich bin Captain Glory, Anführer der Lethal Legion. Lethal Legion? Wohl eher Loser Legion. Wir sind umzingelt. Hör mal, ich weiß, Lady Hellbender ist voll angepisst, aber jetzt ist es gerade wirklich ungünstig.
Glaubst du, sie lässt euch ohne weiteres ziehen, nur weil ihr auf Nowhere irgendwie den Blood Brothers entkommen seid? Ja. Dann bist du genauso ein Idiot wie die. Lady Hellbender lässt grüßen, ihr sogenannten Wächter der Galaxie. Gleich werdet ihr eliminiert. Nein, du wirst gleich eliminiert. Cool. Ach, wir schaffen das. Wahrscheinlich. Schlagt hart zu und zeigt keine Gnade. Auf diesem Schrotthaufen ist nichts, das wir brauchen können. Ha! Jämmerlich. Steig aus für einen besseren Winkel, falls es zu heiß wird. Ich mach das. Vertraut mir. Wir stehen unter Beschuss! Ich hab den Typen erwischt! Ich glaube, so letal ist diese Legion gar nicht. Nicht ans Telefon kommen. Können wir Lady H nicht einfach einen Schuldschein schicken? Sie wird die Bezahlung in Blut wollen. Wahrscheinlich in deinem. Diese Typen haben ein miserables Timing. Für mich ist das Timing perfekt. Mann, wie viel Geld hat sie diesen Typen denn bloß angeboten? So viel, denn sie werden das hier nicht überleben. Na, das nenne ich einen ordentlichen Kampf. Diese Schiffe starben nicht schnell genug. Nur noch ein Leben und Lahmhirn übrig. Wir brauchen auch nur eins. Red keinen Stuss, wir haben gerade jede Menge von euch erledigt. Na, wer ist jetzt die niedere Lebensform? Peter, ich empfange da irgendwas. Was? Sieht aus, als müsste ich es selbst erledigen. Gut, ihr habt meine Jäger besiegt. Aber mein Kreuzer wird euch zerschmettern. Was das? Und damit hast du so geprahlt? Was soll das heißen? Nicht so. Es ist... Naja, es stimmt sehr bequem. Nicht erhöhnen! Dann können wir was dagegen. Lady Schädelfoss, sie hat echt ein miserables Timing. Ich zieh hier. Nur ihre Handwanger. Diesmal. Das hat gewirkt. Schieß weiter auf die Auslasskanäle. Euer Plan wird nicht gelingen. Danke, damit hast du das Gegenteil bestätigt. Ich habe das Gefühl, wir haben die gesamte Galaxie verärgert. Zumindest einen großen Teil davon. Wir müssen wirklich an unserer PR arbeiten. Schwachköpfe, schützen unsere Kanäle. Dieser Typ klingt langsam wie Rocket. Das nennt man Spracheffizienz, Quill. Ich glaube nicht, dass es diese Schrottsäcke interessiert, ob die Galaxie belagert wird. Naja, Söldner. Alles okay da drin, Cap? Halt still, dann zeig ich's dir. Macht sie endlich fertig! Das ist eine Kunst! Ha! Quill hat gerade versucht, der tödlichsten Frau der Galaxie was übers Töten zu erklären. Genau in den Auslasskanal! Das Wächter. Nein, überhaupt nicht. Die
Lano hat's definitiv gespürt. Wir müssen uns wirklich besser um die Milano kümmern. Ja, wir müssen sie... Nimm das, Lady Mistbacke! Ich glaube, von der werden wir noch hören. Um Lady Hellbender kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal nach Xander. Gib Gas. Yep. Die alte Dame braucht ein Lifting. Gern, sobald wir auf der Station sind. Hey, von den Eimerköpfen kommt keiner in die Nähe von meinem... Wow. Das ist mal ein kosmischer Verkehrsstau. So viele Schiffe für Xander habe ich seit Anfang des Galaktischen Kriegs nicht mehr gesehen. Groot, mach mal einen Kanal auf. Mal checken, was da los ist. Ich bin Groot. Rüsten fliehen. Energievorrat aufgebraucht. Brauchen Zugang zu Einrichtungen. Schwert nach Gerüchte. Und der Gerüchte. Die Schiffe kommen von konvertierten Welten. Das sind Flüchtlinge? Sie brauchen dringend Andockfreigabe. Bitte antworten, schnell! Groot, das ist genug. Ich sehe keine Rettungsshuttles rauskommen. Sie ignorieren sie. Nein, 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 nein. Das Nova Corps ist zwar ein Haufen selbstgerechter Eimerköpfe, aber trotzdem sollten sie den Leuten helfen. Das ist ihr verflagter Job. Halt den Ball flach, Rocket. Wir rufen die Station und fragen nach dem World Mind. Groot? Willkommen im Hauptquartier des Nova Corps. Gib bitte deine bevorzugte Kommunikationssprache an. Quill, wenn du Kree wählst, beiß ich dir die Ohren ab. Ich bin Groot. Ich weiß, Kumpel, aber so können wir Startypsfehler alle gemeinsam verfolgen. Wie können wir dir helfen? Wir sollten melden, was Wrecker vorhat. Meinst du, das verflagte Worldmind weiß das noch nicht? Vielleicht nicht alles. Flag dich! Wir wissen von der aktuellen Bedrohung, können aber keine Ressourcen darauf verwenden, sie zu bekämpfen. Danke, dass du proaktiv bist. Aber der kommende Untergang der Galaxie macht alle künftigen Verbrechen irrelevant. Ich kann nicht glauben, dass diese Option nicht funktioniert. Das ist das Chor, es sollte helfen. Nimm irgendwas, Peter. Nach dem Scan deines Schiffs haben unsere fast perfekten Algorithmen mehrere potenzielle Offiziere vorsortiert. Wir sollten ihnen von dem Versprechen berichten. Klar, weil die ganzen anderen Schiffe ja noch nicht den gesamten Funkverkehr damit... Es klappt, ich fasse es nicht. Gärtner der Galaxie. Was habt ihr vorzubringen? Hey, Worldmind, lange nicht gesehen. Ich bin's. Peter Quill, Star-Lord. Und es heißt Wächter der Galaxie. Da ist noch ein Nachtrag. Wir brauchen eure Hilfe. Bei eurer Strafe? Nein, nein, natürlich nicht. Bei der Rettung der Galaxie... Die Galaxie ist nicht mehr zu retten, Peter Quill. Was? Ein als das Versprechen bekannter Massenmann erobert die Sternensysteme und konvertiert jeden bei Kontakt. In weniger als 3 Zyklen hat er sich ausgebreitet von der Besatzung einer einzelnen Fregatte auf mehrere Außenposten, Welten und Systeme. Praxius 9, Regel 3. 75,222% der Andromeda-Galaxie. Alles verloren. Contraxia erwähnt sie natürlich mit keinem Wort. Plural, erwähnen. Das World Mind ist ein kollektives Bewusstsein. Hör zu. Wir wissen, wer hinter diesem Versprechen steckt. Wir haben das live erleben dürfen. Wir wollen euch informieren, damit ihr das beenden könnt. Waren wir nicht deutlich genug? Die universelle Kirche der Wahrheit ist nicht mehr aufzuhalten. Ich sag doch, sie sind ein Kollektiv. Es ist eine Maschine. Ja, und das sind Teile von mir auch. Aber wehe, du bezeichnest mich als Ed. Hör zu. Wir sind gerade vom Mutterschiff der Kirche entkommen. Wir haben einen ganzen Haufen Infos, mit denen ihr sie besiegen könnt. Du kannst uns nichts erzählen, was wir nicht bereits wissen. Ich weiß mit Sicherheit ein paar Sachen, die nicht mal ein Supercomputer wissen kann. Zum Beispiel? Naja,
Zum Beispiel, wie man das Gefieder eines Shia-Kriegsvogels pflegt. Wie konntest du das überleben? Weil ich weiß, wie man das Gefieder pflegt. Ach ja, und ich weiß, woher man gehackte Nova-Core-Helme zu lächerlich niedrigen Preisen bekommt. Was denn? Sie wissen nichts davon, sonst würden Sie was unternehmen. Naja, also auf jeden Fall sind wir erfahren, haben viel erlebt. Wir haben das Versprechen überlebt und können euch vielleicht helfen, den Gegner zu besiegen. Das wäre möglich. Wir haben eine Auswertung individueller Erfahrungsberichte in unserer Datenbank bisher außer Acht gelassen. Gut, stecken wir doch die Köpfe zusammen. Sind etwaige Suchparameter ungenügend definiert. Somit wäre eine Abfrage zum jetzigen Zeitpunkt unvernünftig. Nun, entschuldigt uns bitte. Die universelle Kirche der Wahrheit nähert sich gerade diesem Raumsektor. Wir müssen unbedingt von hier fort sein, bevor sie eintrifft. Ihr lauft einfach davon? Was ist mit den Flüchtlingen? Lasst ihr sie einfach schutzlos zurück? Unsere Primärdirektive ist die Bewahrung der Kultur von Xandar. Alles andere ist sekundär. Habt ihr mal gesehen, wie euer Planet aussieht? Die Kultur von Xandar ist im Eimer. Kultur ist mehr als nur ein Ort. Euch untersteht das Nova Corps. Es ist eure Pflicht, die Galaxie zu schützen. Das ist nicht korrekt. Wie, die Eimerköpfe gehören nicht zu euch? Es ist nicht unsere Pflicht, diese Galaxie zu beschützen. Wir überwachen sie nur, um frühzeitig von Bedrohungen zu erfahren. Oh, ihr schützt also nur euch selbst. Ein logischer Nebeneffekt unserer Primärdirektive. Ihr habt in der ganzen Galaxie Offiziere, die ihr Leben für euch geben. Und ihr seid zu feige, ihnen beizustehen? Das Risiko ist zu groß. Es wäre ein sinnloses Opfer. Aus unbekannten Gründen hortet die Kirche Unmengen an Ressourcen. Ihr Einfluss sprengt all unsere Wahrscheinlichkeitsmodelle. Dann passt eure Modelle an. Bei der nicht zu begreifenden Energiequelle des Feindes ist das schlicht nicht möglich. Ihr meint die Glaubensenergie. Glaube als Energiequelle ist unlogisch. Wir können keine Szenarien im Hinblick auf etwas berechnen, das nicht existieren dürfte. Also lasst ihr die Kirche einfach gewinnen? Ohne Quantifizierung der Energiequelle ist ein Bekämpfen nicht möglich. Die meisten Lebewesen haben nicht den Luxus, die Chancen zu berechnen, bevor sie in den Kampf ziehen. Deshalb scheitern sie. Kontrolliert ihr nicht die Nova Force, die magische Energie für das Nova Core? Sie ist nicht magisch. Aber ja. Und welche Erklärung habt ihr für die? Die kommt einem Außenstehenden auch nicht gerade logisch vor. Thanos sagte, die lebenden Computer von Xandar hätten sie erzeugt. Die lebenden Computer von Xandar sind die Nova Force. Sie existiert, weil wir existieren. Und wir existieren, also auch sie. Ihr könnt also eure kollektive Energie abschöpfen, so wie Raker die seiner Gläubigen. Vielleicht lässt sich da ja eine brauchbare Parallele ziehen. Womöglich. Das ist ein etwaiger neuer Berechnungsansatz. Wächter der Galaxie. Wir prüfen das später. Doch jetzt müssen wir unsere Abreise vorbereiten. Ihr geht trotzdem? Wir haben uns erst nach Erwägung aller verfügbaren Optionen dazu entschieden. Eine Komplettsuche in unseren gesamten Datenbanken ergab, dass nur ein einziges Wesen sie potenziell aufhalten kann. Was für eins? Nicht was. Wer? Adam Warlock. Der ursprüngliche goldene Gott der Kirche. Unglücklicherweise kam er im letzten Jahr des Galaktischen Krieges ums Leben. Super, also kann es niemand. Es freut uns, dass ihr zur selben Schlussfolgerung gekommen seid wie wir. Aber nun sind unsere Reisevorbereitungen beinahe abgeschlossen. Lebt wohl, Wächter der Galaxie. Nein, wartet! Typisch Nova Corps. Hat uns damals nicht geholfen, hilft uns jetzt nicht. Ich bin Groot. Was? Machst du Witze? Groot sagt, der Infodienst verlangt immer noch das Strafgeld. Okay, bringen wir es hinter uns. Bezahlung bestätigen. Was? Das Universum geht unter und du zahlst mit unserem Geld eine Nova-Core-Strafe? Hör zu, Mann. Die Kirche wird gleich kommen und uns alle holen. Wenn der Abschalter losgeht, sind wir leichte Beute.
Okay, zumindest das wäre geklärt. Nichts wie weg hier. Peter, da tut sich was. Ich bin gut. Sie starten gerade. Quill? Quill? Ich seh's doch! Oh. Oh, Sohn eines Schmack! Sie nehmen das Versprechen an. Wir müssen springen, Quill. Ich weiß. Das Versprechen der Matriarchin wird wahr. Peter? Ich muss erst hier raus. Komm schon, komm schon. Und los! Was zum Flak hast du gemacht? Keine Ahnung. Warum haben wir angehalten? Die Loser Legion muss beim Angriff was getroffen haben. Ich bin gut. Leute, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Galaxie das Versprechen annimmt. Da hinten ist die Sacrosanct. Wir können nicht einfach hier bleiben. Leute! Und wie stellst du dir das vor, Flak? Wir haben keine Chance. Wenn Leute, das Versprechen ruht auf Freiwilligkeit. Na klar, ohne Triebwerke sind wir sowieso geliefert. Leute! Es reicht! Hört endlich auf! Dem Krach kann ich nicht denken. Rocket, reparier die Triebwerke. Und wie soll ich das bitte schön machen? Ich kann nicht meine Fehlerdiagnose... Mir egal! Mach's einfach irgendwie! Spott! Und was sollen wir machen? Was weiß ich, okay? Ich kann nicht in einer Tour Antworten aus dem Ärmel schütteln. Gut. Lass es. Ich pack das gerade nicht. Ich brauche eine Pause. Vergiss das, Nova Corps. Es war ein Fehler, überhaupt auf sie zu zählen. Seht mal, unser großer Anführer. Falls du wieder einen Anfall kriegen willst, dann diesmal aber bitte leise. Hey. Willst du mich wieder anschreien? Was? Nein! Mir ist echt nicht nach Plaudern zumute. Du hast deinen Toast vergessen. Echt jetzt? Wie bist du? Oh, jetzt krieg ich bestimmt Flöhe. Na los, komm. Hopp, hopp. Was zum Flop? So bist du reingekommen? Ach, vergiss es. Und das Bett stinkt. Toll.
haben ein Schild? Das ist unser Zimmer? Wieso ist das so klein? Wie siehst du denn aus? Ich meine ich. Oh! Krasse Frisur. Was? Was? Was soll das? Wieso bist du... Ich? Komm schon, der sprechende Waschbär wartet auf dich. Und die anderen auch. Rocket. Ja, ja, er hat dieses Ding repariert. Dieses kaputte. Hey, wenn wir jetzt so ein cooler Weltraumchecker sind, warum müssen wir dann vor den Bösen weglaufen? Das ist kompliziert. Nein, ist es nicht. Wir sind gelandet und hör auf, wegzulaufen. Groot wollte dich schlafen lassen. Ist das zu fassen? Wie lang war ich weg? Lang genug, um uns den ganzen Weg zur Quarantänezone zu fliegen. Moment, wie sind wir hergeflogen? Quill, willst du dein Schiff reparieren oder nicht? Mein Schiff? Ja, dein Schiff. Komm schon, die anderen sind draußen. Sind schon alle draußen? Ja, sie warten auf uns. So, gehen wir. Seht mal, wer da gerade aufgestanden ist. Der Nager hat entschieden, als du geschlafen hast. Ja, ja, ich weiß. Du hast ja lang gebraucht. Was? Nikki? Hey, du solltest nicht hier sein. Du hast versprochen, mich hier rauszuholen. Ich weiß, aber... Nikki! Leute, sie darf euch nicht erreichen! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Peter Quill, wach auf!